Nirgendwo im Irgendwo oder irgendwo im Nirgendwo, das beschreibt die aktuelle Situation am Kryptomarkt relativ gut, denn wir haben eine leicht erhöhte Inflation, wir haben einen erhöhten US-Dollar-Index und die SEC macht richtig Druck. Aufwärtstrend also endgültig vorbei. Und damit sage ich hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einem Krypto-Update. Heute mal mit einer ganz traditionellen Folge. Das heißt, wir haben kein Experteninterview, aber dafür jede Menge Charts, Stimmungsindikatoren und auch ein Hauptthema. Und zwar die Frage, ob der Bitcoin nicht doch einen Nutzen hat. Und zwar in Regionen oder gewissen Ländern, die wir hier in unserer westlichen Welt vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Aber wir beginnen ganz von vorn. Und vielleicht schon mal mit dem Titel, der könnte für einige Zuschauer verwirrend sein. Aber es handelt sich dabei um ein Originalzitat von unserem Kumpel, von unserem Freund Gary Gensler, Vorsitzender der SEC, der US-Börsenaufsicht. Mal ganz allgemein, Gary Gensler ist nicht die SEC, es ist nur seine bescheidene Meinung oder ja, seine Aussage und die lautete eben wie folgt: Alle Kryptoassets sollte man wie Wertpapiere behandeln, außer, ganz wichtig, außer der Bitcoin. Im Kern sagte also Gary Gensler, das sind alles Token und dabei handelt es sich um Wertpapiere, weil es eine Gruppe in der Mitte gibt und die Öffentlichkeit auf der Grundlage dieser Gruppe Gewinne erwartet. Der Bitcoin genieße eine Sonderstellung, da das Netzwerk durch ein besonderes Maß an dezentraler Organisation gekennzeichnet sei. Und indessen verfolgt ja die SEC weiterhin ihren relativ strengen Kurs, was Kryptoregulierungen angeht. So musste ja die Kryptobörse Kraken jetzt erst vor kurzem Anfang des Monats dran glauben. Sie hatten ein eigenes Staking-Programm angeboten, das mussten sie komplett entfernen, plus eine hohe Strafe zahlen. Und welche Grafik ich euch auch noch zeigen will, ist diese hier. Und zwar ist das die Bitcoin-Suchanfrage, also die ja, Google-Trends. Und wie ihr sehen könnt, wenig Interesse. Und da fragt man sich dann schon mal, wie sollen wir denn da die 50.000, naja, oder sagen wir erstmal 30.000 Marke erreichen bei dieser Nachfrage. Aber das hält uns nicht von unserer allgemeinen Meinung ab. Und zwar, dass das eine gute Kaufchance ist. Also vor allen Dingen jetzt gerade diese Zeit. Vor allen Dingen, wenn ihr eben langfristig investiert und mal abgesehen davon, dass wir vielleicht auch nochmal tiefere Tiefs sehen können, wenn dann erstmal wieder alle die neuen Allzeithochs abfeiern und wenn der Bitcoin in den Google-Trends erscheint und alle darüber sprechen, dann ist es oft schon zu spät. Und unseren Marktrückblick, den starten wir wie gewohnt mit dem Blick auf den Fear and Greed Index. Ja, 53 Punkte. Absolut neutral und wir sehen hier im Vergleich zu den letzten Tagen oder Wochen eher rückläufig und wir machen direkt weiter mit dem Blick auf den Bitcoin-Chart. Wir sehen hier, dass der Bitcoin ja leider nicht oberhalb dieser 25.000 Dollar Marke schließen konnte. Es folgte dann eben ein Abverkauf und ja, das lag natürlich auch in den Befürchtungen, dass es eben eine längere Zinspolitik in den USA geben wird. Zeitweise am Wochenende ging es dann mal runter auf die 22.800, stabilisierte sich dann aber hier am Sonntag über der 23.000 Dollar Marke und konsolidiert seitdem in diesem Preisbereich. Wir machen direkt weiter mit dem Blick auf Ethereum. Präsentiert sich etwas stabiler als sein größerer Bruder. Ihr seht hier die 50er Tageslinie, hier in gelb gekennzeichnet, dient so ein bisschen als aktuelle Unterstützung. Hier scheint die Situation auch irgendwie festgefahren. Aber Achtung, es ist schon wieder Upgrade-Zeit. Manche werden sich daran erinnern, vor einigen Monaten gab es das große Upgrade und da stellte eben Ethereum um von Proof of Work zu Proof of Stake. Und spannend ist ja hier wirklich, dass Ethereum schon 2020 diesen ganzen Staking-Mechanismus einführte, aber immer die Stabilität des Systems im Vordergrund hatte, also das hatte einfach die höchste Priorität. Dadurch war es nicht möglich, seine Tokens, die man durch Staking verdient hatte, abzuheben. Und dadurch haben sich tatsächlich mittlerweile 16 Millionen Ethereum angesammelt. Das sind über 10% des gesamten Ethereum-Bestandes. Und Mitte März soll es jetzt das nächste Upgrade geben, das sogenannte Shanghai-Upgrade. Hier ist auf jeden Fall Volatilität garantiert, denn das ist das erste Mal jetzt, dass dann durch dieses Upgrade die ganzen Staker Möglichkeit haben, auf ihre Rewards oder auf ihr Geld zuzugreifen. Und wenn es in diesem Fall zu den ganzen Gewinnmitnahmen kommen sollte, dann herrscht richtig Druck auf dem Ethereum-Preis. Aber langfristige Markt,
Beobachter rechnen eben nicht damit, denn sie gehen davon aus, dass die meisten Investoren im Ethereum-Bereich an einer langfristigen Weiterentwicklung interessiert sind. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Gewinner und Verlierer der letzten 24 Stunden. Hier geht die Goldmedaille an NEM, also der Token heißt hier XEM. Das ist eine Art Business-Blockchain, aber hier auch mal fairerweise, das Allzeithoch lag hier schon bei über 2 Dollar. Davon sind wir mit 0,06 Dollar noch weit entfernt. Ebenfalls auffällig sind hier Tokens, ihr seht es, STX ist jetzt mittlerweile bei den Verlierern auf Platz 2, war aber die letzten 7 Tage ein deutlicher Gewinner. Das ist auch eine Bitcoin Layer 2, also ein sogenanntes Netzwerk. Das ja, sorgt jetzt für einen unheimlichen Hype, da eben die sogenannten Bitcoin-NFTs Ordinals gerade total durch die Decke gehen und gefragt sind. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich, die meisten werden es ja schon wissen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Altcoin-Fan. Aber wenn ihr ein Projekt habt, wo ihr irgendwie einen Nutzen entdeckt, dann könnt ihr natürlich da rein investieren. Aber ihr solltet es nicht nur rechtzeitig, sondern bei den ganzen Altcoins schon vorzeitig. Und dann könntet ihr natürlich auch in kurzer Zeit eine ja, extreme Rendite erzielen. Aber wie gesagt, ansonsten rennt ihr wie fast 90% einfach nur den steigenden Kursen hinterher. Was ich dann persönlich doch deutlich interessanter finde, ist eben, dass der Bitcoin einen wirklichen Mehrwert haben kann. Und vor allen Dingen in Regionen oder auch in Ländern oder auch in Gesellschaften, die wir gar nicht hier so auf dem Schirm haben, das hatte ich eingangs schon erwähnt. Zum Beispiel das Thema Inflation ist ja jetzt wirklich hier bei uns, bei jedem, auch in der allerletzten Reihe angekommen. Aber wenn man die letzten Tage mal in den Libanon blickt, dann muss man doch feststellen, dass wir mit unserer Inflation noch relativ gut bedient sind, denn hier in den letzten 3 Jahren gab es eine Wertminderung des ja, libanesischen Pfunds von über 95%, also eigentlich ein Totalverlust. Und der offizielle Wechselkurs wurde jetzt Anfang Februar bekannt gegeben und zwar beträgt der 15.000 Lollars, also so nennen mittlerweile die Einheimischen liebevoll ihre Währung, also 15.000 Lollar pro US-Dollar. Auf dem Schwarzmarkt sind das aber 70.000 bis 80.000 Lollar pro US-Dollar. Ja, und aufgrund dieser hohen Inflation tendieren natürlich die meisten Libanesen dazu, ihr Erspartes in US-Dollar zu parken. Das ist auch absolut verständlich, aber die Folge davon war dann eben ein Auszahlungsstopp. Die Folge davon war ein Bankenprotest, weil die Bankenchefs behaupteten, dass das Geld auf den Zentralbanken oder bei der Regierung liegt und dass sie das nicht an ihre Bevölkerung auszahlen könnten. Das eskalierte dann alles völlig. Es kam zu Demonstrationen, es kam zu Brandstiftung, es wurden Banken angezündet. Und das ist irgendwo auch ein moralisches Dilemma, wenn man mich fragt. Denn es gab Banküberfälle, wo eben die Bankräuber ja, nur ihr eigen Erspartes mitgenommen haben. Keinen Cent mehr oder weniger. Über dieses gesamte Problem oder dieses Akute wurde eben auch schon vor einem Jahr sogar berichtet in der Tagesschau bei Reuters. Und der Internationale Währungsfonds hat sich jetzt zusammengesetzt und hat neue Reformen veranlasst. Und zwar ist da der französische Präsident dabei, Macron, dann aber auch noch neben Frankreich die USA, Katar oder auch Saudi-Arabien. Und ja, die haben eben ein Hilfspaket vereinbart in Höhe von 370 Millionen US-Dollar. Und diese Delegation, die fordert jetzt nicht nur einen sofortigen Wechsel des Präsidenten, sondern auch einen Austausch des Zentralbankenchefs. Gegen den wird übrigens in mehreren Ländern wegen Korruption und auch Geldwäsche ermittelt. Jetzt ist das ja ein alter Schuh und viele Krypto-Bitcoin, vor allen Dingen Bitcoin-Fans behaupten eben, dass Bitcoin hier die ultimative Lösung sei und gegen diese Probleme ja ein Allerheilmittel hätte. Ganz so leicht ist es dann aber nicht. Bitcoin hat hier eben Lösungen für verschiedene Probleme parat. Auf der einen Seite trennt er einfach ganz klar Staat und Geld. Unheimlich wichtig. Das zweite, durch seine Begrenzung kann er eben ja, wirtschaftsschädigende Hyperinflationen oder solche Schuldenexzesse ganz klar verhindern. Und dann noch eine individuelle Lösung, und zwar durch Bitcoin kann jeder seine eigene Bank sein. Das heißt, man muss niemandem Rechenschaft schuldig sein, wann, wie, wo ich was ausgebe oder für was ich mein Geld eben verwenden möchte. Und das merken tatsächlich auch schon die Leute im Libanon. Klar, das ist jetzt wieder Trend, dass das nur junge Menschen machen, aber es ist nun mal einfach gerade so. Und zwar gibt es viele junge Libanesen, die eben anfangen, Bitcoin zu schürfen, die dann ein unheimliches Interesse daran entwickeln. Und wir hier in unserer westlichen Welt,
ich will nicht sagen, wir spielen vielleicht den Nutzen etwas runter, aber wir erkennen ihn vielleicht manchmal noch nicht rechtzeitig. Und da kann es einfach mal helfen, einen Blick auf solche prekäre Situationen zu werfen. Zum Schluss möchte ich jetzt nochmal einen libanesischen Arbeiter zitieren, das hat er gegenüber einem Nachrichtenportal gesagt. Und das Zitat lautet folgendermaßen: Es sei doch lustig, wenn die Leute sagen, Krypto sei nicht real, denn wir hier im Libanon haben herausgefunden, dass diese digitale Währung 100-mal realer sei als die Lollas, die wir auf der Bank haben. Vielleicht zum Abschluss nochmal etwas zum Nachdenken. Und damit sind wir jetzt eben am Ende. Achso, ganz wichtig noch, oder diese Woche eigentlich nicht so wichtig, aber wir wollen trotzdem drüber sprechen, was steht die Woche noch an, was könnte für den Bitcoin wichtig werden. Und heute schon am 28. Februar gibt es neue Daten zu den US-Verbraucherdaten für den abgelaufenen Monat Januar. Dann am 1. März geht es weiter. Das könnte auch Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Und zwar gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Am 3. März gibt es dann den Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor. Und da gilt einfach generell, wenn jetzt zum Beispiel der Dienstleistungssektor geschwächt wird, entsteht natürlich der Eindruck, dass sich die US-Wirtschaft abkühlt. Dann ist es aber einfach ungewiss, ob die Anleger ja dann dazu tendieren, Bitcoin zu kaufen. Und mal ganz unabhängig davon würde die US-Notenbank die Schwäche natürlich begrüßen und sie könnten eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Inflation sinkt. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin macht's gut.